Wie machen die das immer? Also ich bin ja doch nicht so schlecht im Schleichen. Was mir gerade so einfällt, ich habe doch eigentlich noch die, ich habe doch noch die Taschendiebstahl-Handschuhe an und das alles, oder? Also den Ring vor allen Dingen. Ich brauche doch eigentlich den Ring des Nachtwebers, oder? Welchen Ring hatte ich denn vorher? Taschendiebstahl? Nee. Das wäre wirklich ein. Wie entdecken die mich denn, verdammte Hacke? Hä? Feuerzauber machen das Leben wirklich unübersichtlich. Wie? Das ist ja schon wieder weg. Wie ich gerade ausführen wollte, Feuerzauber machen das Leben unübersichtlich. Auf einmal sieht man nichts mehr. Obwohl Eiszauber sind auch tot, da kommt man ja kein Millimeter mehr voran. Ist ja auch nicht schön. Das Wort bringt mir auch nicht so richtig viel. Mir fehlen ja Drachenseelen. Ich habe ja keine einzige. Guck mal, hallo, Assassin der dunklen Bruderschaft. Doppelter Schaden bei Schleichangriff mit Einhandwaffen. Na toll. 35% höherer Schaden bei Bögen. Das ist besser, oder? Weil meine aktuelle Schattenkapuze macht 20%. Na gut. Die Handschuhe schon machen immer noch doppelten Schaden. Überraschungsangriff verursacht einen Doppelschaden. Ah. Ist ja nicht das gleiche. Doppelter Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen. Die Dinger machen Überraschungsangriffe verursachen doppelten Schaden. Das sind die doch eigentlich besser, weil die da. Da. Die machen ja nur mit Einhandwaffen. Aber ich glaube, das Ding hier löst ja auch nicht bei Bögen aus. Ja, ich denke mal, das ist. Hat schon seinen Sinn. Was hat hier noch drin? Eine Breitaxt. Die wird er sicherlich für all seine Morde gebraucht haben. 100% Giftresistenz finde ich jetzt ja nicht so stark. Träger kann sich lautlos bewegen. Naja, da haben wir die Nachtigallenstiefel, die können das auch. Also sich lautlos bewegen können, scheint nicht gerade die magische Eigenschaft zu sein, die absolut selten ist und die man nie vorfindet. Aber kommen wir hier eigentlich raus? Wäre jetzt die große Frage. Es ging ja doch recht viel schneller als gedacht mit der Rüstung. Ich dachte, ich muss davon noch ein bisschen länger rumschleichen, bis ich die habe. Aber das ist ja schon. Eine Tür, noch eine Tür und ein Hebel. Wir die Tür auf, Meisterschloss. Oh, mit vielen lustigen Fallen. Gut, versuchen wir uns am Meisterschloss, aber ich befürchte leider Schlimmstes. Ja. Pling. Böhren Unterschied. Der eine macht jede Waffe, aber nur Überraschungsangriffe, der andere nur Einhandwaffen, aber das immer. Ja, gut, da ich die Meister mit Dolchen mit wie Schwertern rumrenne, macht das, glaube ich, Sinn. Wobei jetzt die Frage sind Schleichangriffe, Angriffe, die ich aus dem Schleichen ausführe oder welche aus der... Oh Mann. Die halt von hinten, von... Die halt dann ausgelöst werden, wenn ich nicht gesehen werde. So. Ich habe schon wieder eine Falle ausgelöst. Ich kann... warum kann ich denn keine... Ich kann keine Rolle rückwärts machen? Oh Gott. Oh, ganz schön warm, das Ding. Das macht ja wirklich ordentlich Hitze. Warum kann ich keine Rolle rückwärts machen? Das wäre viel sinniger als eine Rolle... Als eine Rolle vorwärts. Das war kein Überraschungsangriff. Nie herkommen sollen. Ach, das ist immer noch der gleiche Hexenrahmen von wohin. Darf ich ihn jetzt endlich töten? Wow. Oh Gott, irgendwie mal zaubert mich von hinten an. Was soll denn das? Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Burn, Überraschung ist, wenn du versteckt bist. Ja. Wer bist du denn? Ich werde euch brennen sehen. Also an. Nee, wirst du nicht, weil du. Tot bist, aber. Obwohl, du siehst mich brennen. Ich glaube, so ein Khajiit brennt richtig gut, wenn man den anzaubert. All die Fälle und so. Ich meine, das ist zwar unter dicken Klamotten versteckt, aber trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Khajiit so feuerfest sind. So, jetzt aber.
Obwohl, wir können das ja... Was, ich bin versteckt? Ach so. Dieser feige Hexrabe ist schon wieder geflohen. Ist ja ein Unding. Zauberbuch Flammen. Toll, weil Flammen ja auch gar nicht der Zauber ist, den man am Anfang auf jeden Fall kriegt. Hat es auf jeden Fall gemacht. Da ist ja noch die andere Hexe. Dum, 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 dum. Hm? Kriegen wir die Tür hier irgendwie auf? Ach da! Dann geht die Tür dazu, ne? Ja, genau. So war das. Ich erinnere mich, ich war schon einmal hier. Vor langer, 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 langer Zeit. Das ist, glaube ich, wirklich lange her. Na, komm. Wirst du wohl. Na. Gut, dass ich immer bei Tornillo ordentlich Dietrich einkaufe. Sonst wäre ich hier schon lange... Schon lange aufgeschmissen. Ja. Ein verdammter Miniatur-Heiltrank. Ist ja der Hammer, was dabei rumkommt. Wow. Ich höre schon wieder... Ach, jetzt kommt es endlich zum Wort. Wort und Tat. Tat habe ich gemacht, jetzt kommt das Wort. Warum liegt denn hier Asche rum? Das ist alles noch immer noch glüht. Also eigentlich findet man hier nie irgendeine Ruine vor, die wirklich komplett aus ist. Also wo wirklich schon, wo es so aussieht, als wäre hier schon seit tausenden von Jahren keiner mehr gewesen. Also die sind immer gerade... Ach, hier gab es Zeitverlangsamen. Ja, der Zauberspruch macht leider nur richtig Sinn auf Stufe 3, also wenn man alle Dinger davon hat. Aber dann kommt man damit wunderschöne Bullet Times hinlegen. Oder in meinem Fall Arrow Times. Wer kennt sie nicht, die klassischen Arrow Times? Bekannt aus Spielen wie, wie nennen wir den denn? Max Luck. Ach, da ist ja der Hexenrabe. Ist immer noch der gleiche und immer noch mit seinen Schaden. Also den müsste ich ja eigentlich mit einem Schlag umhauen, wenn er sich denn nicht umdreht. Oh, das hat sogar, hat schon der 12-fache Schaden gereicht. Schüsse zum Hexenrennen und ein Elfendings. Verschwindet der jetzt so? Nee. Hm. Ich war mal der Meinung, dass diese Hexenrahmen entstehen, wenn sich die Hexen in Menschen verwandeln. Quatsch, die Hexen verwandeln sich in diese Hexraben, aber anscheinend sind die Hexraben doch eigene Wesen. Ja, mal so. Na gut. Nein, da ist niemand. Start des Magierlichts. Okay. Ich bin gleich überladen, wenn ich hier noch mehr mitnehme. Gesundheitsring sitzen. Gesundheit regeneriert sich? Seit wann das denn? Das wäre mir ja neu. Morrowind hat sich gar nichts regeneriert, um mal wieder den Schuss in die Vergangenheit zu ziehen, weil da war es nämlich immer so, dass man ewig warten musste. Also wenn man da irgendwie Mana verloren hatte, muss man entweder Mana-Tränke trinken oder man hat erstmal eine Weile übernachtet, um da halt was zu erreichen. Na gut, dann versuchen wir nochmal kurz auf Festung Graum. Was? Oh Mann. Jetzt muss ich ja allen Ernstes nochmal raus und oder alle Leute umbringen. Obwohl ich glaube, alle Leute umbringen könnte ein wenig anstrengend werden. Vor allem, wenn hier keine Ladungen mehr drauf sind auf meinem Bogen. Gut, dass wir noch ein paar gewöhnliche Sehnsteine haben mit Ladung. Nein, ich habe nicht getroffen, ich Noob. Was mir gerade so auffällt, das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, mal ordentliche Pfeile zu verwenden, die auch Schaden machen und hier nicht so ein halbgaren Mist zu verwenden. Ja, der tritt. Was? Ah nein, das ist ein Dornenherz. Oh. Oh. Und wie die mich gleich wieder alle entdecken. Ah, ein Ärger. Ich komme doch hier gar nicht hoch, oder? Och, die kommen hier hoch. Ich würde bloß... Nein, renn doch weiter, du dumme Bogenschützin. Oh, das macht dann doch schon mal Schaden. Ja, macht Schaden. Treffe ich die? Nee. Ich sollte vielleicht wirklich nicht mit den Vulkanasfallen um mich schießen, wenn ich davon nicht mehr ganz so viele habe und ich vor allen Dingen mir nicht sicher sein kann, dass ich treffe. Die sind eher was für sichere Attentate. Wo seid ihr? Oh Gott, die gehen jetzt alle in das Gebäude da rein. Das finde ich... Nein, hier ist niemand. Nein, hier ist niemand. Lasst mich in Ruhe. Ich will euch hier nur wieder weggehen. Lasst mich doch einfach. Nein, hier ist niemand. Ach, da. Hä? Warum ist denn der Fall jetzt nicht angekommen? Hä? Hallo? Wie? Der Fall ging raus? Hä? So, ist hier eine unsichtbare Wand vor? Was ist das denn für eine... Oh. Sinnlose Bugs, die es mir nicht erlauben, hier
intelligent rauszukommen. Warum ist es eigentlich jetzt helllichter Tag? Vorhin war es doch noch Nacht, als ich mich hier reingeschlichen habe. Ja, perfekt. Schutz der Nacht war es auf jeden Fall einfacher, durch das Lager zu kommen. Jetzt muss ich mich den kompletten Weg eigentlich wieder rausschleichen, damit ich hier... Was bin ich versteckt? Ich meine, ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, hier raus zu schnell reisen. Das wird wohl nicht klappen. Neben Langenbogen habe ich kein Interesse dran. Ah, ja, noch eine Kiste. Na toll. Ich lese natürlich gleich wieder das Buch, statt erstmal den ultimativen Heiltrank hier zu mitzunehmen und schwaches Gift der Lähmung. Warte mal, da fällt mir gerade ein. Stahlplattenstiefel der Blitzunterdrückung. 90% ist natürlich nicht schlecht. Wundertrunk der Wasseratmung. Schon wieder so ein sinnloser Trank, wo ich keinen Sinn drin sehe. Aber ich habe eine Idee, wie wir hier rauskommen. Und zwar habe ich doch noch... Ich habe doch hier noch einen Unsichtbarkeitstrank. Hatte ich doch noch einen guten. Der ein bisschen länger hält. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Anhalten Unsichtbarkeit. 40 Sekunden. Mit denen müsste es eigentlich möglich sein, hier rauszurennen. Auch wenn die mich hören. Sehen tut nämlich auf keinen Fall. Sollte mir auf jeden Fall einigen Stress ersparen. Muss mich halt nur ein bisschen beeilen. Nicht dabei sterben. Dann müsste ich hier eigentlich unsichtbar super wegkommen. Das ist sich nicht so einfach, wenn man den Charakter nicht sieht. Doch, doch, es geht. Ja, doch, Unsichtbarkeit ist klasse. Da kann man... Ach, ich bin sogar unentdeckt. Ach, schön. Ach, wie schön. Unsichtbarkeit ist da. Ich bräuchte mal Unsichtbarkeitstränke. Türen kann man nicht unsichtbar benutzen. Schade. Also man kann nicht von einer Zone in die nächste unsichtbar gehen. Ach, Mann. Huh. Ach ja, so. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ja, natürlich wirst du ihn finden. Ich renne jetzt hier einfach nur durch. Die paar Abgeschworenen hier, die sind mir eigentlich ziemlich egal. Aua. Nichts. So. Ja, meine pazifistischen Anwandlungen hier, um welche Leute leben zu lassen, dafür einfach nur in die vorbeizuschleichen, haben sich damit übrigens auch erledigt. Hat ja doch keinen Sinn. Das führt doch zu nichts. Wo landen wir denn da bloß? Aber Schattenmähne ist noch da. So, das heißt, wir können jetzt zur Burg. Wo ist sie denn? Da nicht, die ist woanders. Da! Das Burg Graumoor. Festung Graumoor, wo ich Agnes töten soll. Aus irgendwelchen politischen Gründen, die mir eigentlich absolut nicht klar sind. Aber egal, ich mach's trotzdem. Das wird toll.